So, die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft, Leute. Die Aufnahme läuft. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Müssen Sie es schnell durchziehen. Ich will ja noch FIFA zocken, eine Runde mindestens. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde CSGO Overwatch. Mit dabei ist der Joshua. Du musst nicht so schreien. Und es. Ja, okay, und diesmal, ich wollte dich eigentlich cool anmoderieren, aber diesmal ist er leider auch mit gutem Internet dabei. Ja. Okay, Alter, der Typ hat ja übelst an. Das sehe ich ja ohne Augen. Und zwar, Joshua hat Internet bekommen und ja, ich muss so schreien. Weil das freut mich zutiefst. Das heißt, kommen wieder Aufnahmen. Ein Applaus bitte. Uhuhu. Und. Wir fangen jetzt mit dem Overwatch an, weil es gibt einen neuen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Upload-Plan, ja. Und zwar laden wir jetzt immer montags, mittwochs und donnerstags und freitags nicht so. Nein, ich hab den Plan falsch vorgelesen. Also, montags kommt immer ein Overwatch, das Weekly Overwatch. Da ist es folgender Plan. Zum einen gibt es so ein bisschen Informationen, was so in Zukunft abgeht, was wir so machen und was passiert ist. Und zusätzlich hat Joshua die gute Idee gehabt, dass ich mich mal wieder im Internet blamieren kann, indem ihr Fragen, egal was, also einfach nur Fragen, ihr könnt euch alle Scheiße ausdenken. Ihr fragt also einfach und wir werden das komplett beantworten und auch komplett ehrlich. Und also, halt. Ja. Nee, also wir reden auch über Themen oder so. Und ja, wenn ihr irgendein Thema habt. Drüber lustig machen oder so. Keine politischen und religiösen Themen, aber ansonsten geht eigentlich alles klar. Ja. Also, ja, genau. Dann laden wir donnerstags was hoch und am Wochenende, Samstag und Sonntag, kommt ein Upload. Genau. Das heißt, weil es kommen vier Videos. Ihr habt keine Freunde. Das heißt, ihr könnt am Wochenende unsere Videos gucken. Und wir werden wieder, ich werde jetzt auch mal endlich livestreamen. Dann werden wir dienstags, mittwochs und freitags livestreamen. Guckt's euch bei Joshua nicht an, meine Livestreams sind cooler, weil ich habe eine Facecam. Und freitags werden wir einen Community-Stream machen. Bedeutet, genau, da könnt ihr mitspielen, falls ihr Bock habt. Wir werden mit euch zocken. Ihr könnt entscheiden, was wir spielen. Ne, da kommt es nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Warte, doch, so geht der Spruch, gell? Geht's nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, halt doch einfach dein Maul. Also auf jeden Fall, könnt ihr da einfach was mit uns zocken, wenn ihr wollt, bisschen CS. Wir carryen euch auf jeden Fall, versprochen. Und, da könnt ihr auf jeden Fall mit uns spielen. Ansonsten die restlichen Livestreams, die anderen beiden, die sind einfach so just for fun. Da gucken wir mal, was wir spielen. In CS werden wir es auch vielleicht so machen, dass wir manchmal, weil es ist ja irgendwie langweilig irgendwann, dass ihr uns irgendwann mal sagt, okay, ihr dürft only die Waffen spielen, so ungefähr. Genau. Dass ihr uns quasi eine Challenge stellt. Ihr sagt, wir dürfen das komplette Game über nur mit Shotguns spielen oder so. Aber das werden wir wahrscheinlich nochmal in einem Wingman ansprechen. Genau. Ja. Das ist die eine Sache. Die nächste Sache ist, ihr könnt mal schreiben, ob ihr auf irgendein Gamebock habt, was ihr mal sehen wollt. Also ansonsten geplant ist, boah, das Molotov war ja richtig gut. Ansonsten geplant ist vielleicht wirklich gar nicht so schlecht gewesen, ist FIFA, CS wird kommen, Battlefield 5 wird auf jeden Fall von Joshua kommen. Ich werde auch mal was zu Black Ops 4 bringen, denke ich mal. Ja. So das Übliche kommt halt. Genau, ich warte nur noch, bis Battlefield 5 günstiger ist. Und dann ja, weil Joshua ist ein armer Schlucker. Aber dann nicht mit Felix, sondern mit anderen Leuten. Vielleicht ist auch Valentin dabei. Ja, weil Battlefield sackt übel, Alter. Battlefield ist so geil. Ja, fast so wie deine geil Mom, wie Alter. Deine Mom, genau. Ja. Wie ihr schon merkt, Joshua hat keine Verzögerung mehr drin. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr so beleidigen, ohne dass er was dagegen sagt. Wir haben das Ganze eben schon mal gemacht. Ich bin voll durcheinander. Was war denn der nächste Punkt? Ach so, wir hatten noch News. Hatten wir nicht erst noch was anderes? Nee, wir haben da. Das war alles von uns. Jetzt haben wir noch eine News. Genau, also nochmal der Hinweis darauf: Schreibt uns irgendeine Scheiße als Frage auf und wir beantworten euch das. Genau. Hier ein Artikel von GameStar: Lieblingsspiele deutscher Teenager. Kinder lieben Fortnite, mit 18 Jahren ist aber Schluss. Und zwar geht es darum, mit welchem Alter man welches Spiel am liebsten spielt. Genau. Laut einer GIM-Studie 2018, bla bla bla. So. 12 bis 17 ist auf Platz 1 immer Fortnite. Ja. Danach kommt bei 12 bis 14 kommt dann quasi FIFA und Minecraft und ab 16 Jahren ist dann noch GTA dabei. Was krass ist, überall ist FIFA dabei, ab 12 Jahren. Und 18 bis 19 ist das Topspiel FIFA.
Weißt du, dann die verdienen Geld und stecken alles schön in die ganzen scheiß Futschkarten, weißt du? Ja. So. Ja, GTA ist halt auf Platz 2 bei 16- bis GTA meint er. 19-Jährigen. Kam nicht so Ja. gut an, deswegen habe ich es nochmal Und gesagt. dann ab 18, 19 ist dann COD, lol. Ey, Und lol, also. jetzt die Frage, was ist euer Lieblingsspiel? Was spielt Oh. ihr so am liebsten? Was spielt ihr am häufigsten? Oder worauf hättet ihr mal Bock zu zocken? Vielleicht habt ihr ja ein Glaubst du, Spiel. dass. Danke, dass du mich ausreden lässt. Voll korrekt. Vielleicht habt ihr ein Spiel, was ihr spielen wollt. Aber ihr habt es nicht. Und es ist nicht teuer. Es gibt nämlich nächste Woche ein Video zu Oh einem fuck, Giveaway, ja? shit. Wollte ich euch Das noch war eine sagen. richtig krasse Überleitung. Ja, gell? Junge, ich bin übel gut vorbereitet. Nächste Woche kommt das Giveaway, das Versprochene. Das hatte ich, glaube ich, vor einem Ja, da Monat müssen wir noch ungefähr ein mal bisschen was angesprochen. bequatschen. Wir müssen noch mal gucken wegen dem Rechtlichen, weil wenn ihr nicht 18 seid, dürft ihr ja keine Spiele gewinnen, die ab 18 sind und sowas. Da muss ich mal noch gucken, wie wir das machen. Aber da finden wir auf jeden Fall eine Lösung, dass ihr dann was anderes bekommt. Ja. Und wir werden vielleicht das über diese Plattform machen. Gleam heißt es, genau. Ja. Aber das kriegt ihr dann alles noch mit, nur dass ihr schon mal wisst, da kommt was Geiles auf euch zu. Ihr könnt Spiele gewinnen, ihr könnt ein Foto von mir gewinnen und warte, vielleicht will das wirklich jemand haben. Das ziehe ich zurück. Ihr Ja, könnt nur Spiele Spiele. gewinnen. Ja. Oder Zeit mit uns auf dem Teamspeak mit meiner schönen Stimme. Boah, das ist dann Okay, es artet schon wieder aus. übel. Es ist schon wieder Ja. vorbei eigentlich, ne? So. Stell dir vor, du guckst so dieses Auflösungsvideo, also es wird in einem Video aufgelöst, wer gewonnen hat, ja. Und du Und du lässt eine siehst so, geil, Stunde ich kurz hab auf was dem TS gewonnen. liegen. Und ja, du darfst eine Stunde auf dem TS mit denen sein. Oh, wow. Ja, Joshua. Alter. Ist vorbei. Ich hätte noch eine. Ich hätte Nee, ist noch nicht was vorbei. im Kannst du noch was Gedankengang. sagen? Hier, 18- bis 19-Jähriger auf Platz 3 ist LOL. Glaubst du, dass LOL mit der Zeit immer quasi komplexer wurde und dass das keine jungen Leute mal anfangen zu zocken, weil es so komplex ist? Nee, ich glaube einfach, Jetzt dass kommt's. das Schießen, also so, das Schießen mit Waffen, also ich persönlich würde sagen, das ist vielleicht für die Leute interessanter. Als jetzt zum Beispiel LOL. LOL ist auch Ja, aber nee, kostenlos. aber Also guck mal Fortnite mit hier. LOL verglichen. Warte mal ganz Nee, kurz. Du hast mich das gefragt und ist. lässt mich jetzt ausreden. Verdammte Scheiße, ja? Fortnite und LOL ist ja quasi beides gratis, ja? Ja, Wenn ich jetzt die ist Wahl hätte, also gratis. ich mag beides nicht. Aber wenn ich jetzt Ja. die Wahl hätte, würde ich Fortnite spielen. Okay. Aber guck mal, das ist der einzige Shooter bis 15 Jahren. Also 16 bis 17 Jahren kommt dann noch GTA dazu. Aber sonst ist halt nur FIFA, Minecraft und Fortnite. Bei den Ja. 12 bis 15-Jährigen. Ja, Da ist klar. ja gar kein Schießen dabei. Ja, Also, außer bei Fortnite, okay, schießt du Fortnite. bei Fortnite nicht? Und bei Nee, ich meine FIFA, wie bei machst du deine Tore? Passt du? Natürlich, da schießt du auch. Fortnite. Ja. Also, sag ich mal, dieser Shooting-Aspekt ist, glaube ich, kommt erst so mit 16 Jahren wirklich. Also, ich Ja, meine, gut, ich hab früher schon mit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so auf der Nintendo deswegen 64. bist du auch so, wie du heute bist. Ja. Ein abgeranzter, abgefuckter Abgefuckter Amokläufer. Genau. Oder das. Und hier zockt wer, ne? Also hier, laut der Studie hat sich die Zeit um 20% erhöht. Also ist gestiegen. So, jetzt Ja. nochmal 125 Minuten pro Tag. Das sind fucking 2 Stunden. Mädchen nur 57. Ja, Die ihr müsst Hälfte. mehr zocken. Mädchen, Die Mädchen müssen Girls, ihr mehr müsst mehr zocken. zocken. Ist so. Was soll euch aus euch werden, wenn ihr nicht zockt? Also ich meine, Ja. jetzt mal ganz Macht's ehrlich. wie, keine Ahnung, kennst du irgendeine gute Streamerin? Ja, Kennst du überhaupt eine Streamerin? Lara Loft zum Ah, Beispiel. Lara Loft, ja, genau. Stimmt. Alles bei der. Das stimmt auch wieder. Wen gibt's denn noch? Boah, da hat das Gibt's Ace nicht. gemacht, das war ziemlich gut. Das war ziemlich nice. Tilla. Keine Es Ahnung, es gibt gibt genug noch Streamerinnen. Pandoria, wenn die Stimmt, die streamt. von Kronk. Genau. Dann gibt Und es noch Tilla. Die Freundin von Sherlock's, keine Ahnung. Heißt der Sherlock's? ja, Keine Ahnung. ja, ich Keine weiß, wen du Ahnung. meinst. Ja. Ja, Mädels zockt mehr. Ist so. Weißt du, ich meine, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht halt was aus eurem Leben oder ihr zockt nicht. Aber ist ja wohl klar und deutlich, dass quasi Allem die Entwicklung der Menschheit immer mehr ins Digitale geht, ja? Und wenn ihr diese dann einen Job sucht in 10 Jahren und nee, vor allem in 10 Jahren, so mit 30 und ihr wollt da was machen und ihr sagt, aber ich habe noch nie was am PC gemacht. Digga, der schmeißt euch raus. Ihr Ich müsst kann mehr mit zocken. Joysticks umgehen. Das war in der 66. Ja, okay, gut. Das ist natürlich dann auch wieder. Also da hast du natürlich auch. Ich habe nicht okay Google gesagt, danke, für nichts. Was wollte ich gerade noch sagen?
Joshua, lass die Hose an. Ich hab's vergessen. Ah, ja, tatsächlich gibt's noch was Interessantes. Ja, wie denn geht das Overwatch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in 2 Runden? Okay, gut. Der 900 November endet morgen. Oh, Jungs! Ihr dürft wieder, ne? Hand Leute, anlegen. Aufpassen, ne? Schutzbrillen aufsetzen, weil durch den Druck können Augen ausgeschossen werden. Ist so. Ich habe Leute sterben sehen durch sowas. Boah. Auf welchen Seiten warst du denn schon wieder unterwegs? Kennst du, oder hast du bei der Bruderzimmer geguckt? Kennst du das Video von Scary Movie? Yeah. Nee. Wo der Typ die wie mit Bauschaum oben an die Decke, ne? Also ja, genau ja. So wird das passieren. Ja, ich denk mal, das war's denn jetzt auch mit dem Overwatch langsamer, oder? Wie lange geht denn das? Ja, hoffentlich. Für die Studie wurden hier ja, 1200 Jugendliche befragt. Sehr schön. Und Joshuas Mom ist einer davon. Also das war's mit dem heutigen Overwatch. Gestern kam FIFA, guckt da noch mal rein, haut rein, wenn es euch gefallen hat. Joshua, willst du noch was sagen? Dann fickt. Fickt. Say less. Say less. You ain't got, you ain't got, you ain't go. Say less. Yeah.